Entschuldigung, mal 4:0 gegen SV Babelsberg. Sie sind wieder zurück in der Mannschaft und treffen gleich. War perfektes Comeback für Sie? Ja, würde ich sagen. Also besser hätte es nicht laufen können für mich. Ich habe mir natürlich gewünscht, dass wir erstmal in erster Linie das Spiel gewinnen. Und wenn ich dazu noch treffe, dann freut es mich immer umso mehr. Der Trainer hat gesagt, man hat noch ein bisschen Sorge bei einem Sprint von Ihnen, dass der Muskel auch wirklich hält. Was hatten Sie für ein Gefühl? Ja, es war jetzt das erste Mal, dass ich so richtig gesprintet bin. Also die Trainingswoche war natürlich ziemlich gut für mich. Ja, also man braucht sich eigentlich keine Sorgen zu machen darüber. Man hat ja gesehen, dass ich ein ordentliches Spiel abgeliefert habe. Natürlich nicht zu 100% fit bin, aber das wird dann zu Spiel kommen und dann wird das auch wieder besser. Schon Ihr 10. Saisontor, jetzt haben Sie geschossen. Was ist denn Ihre Bestmarke und was haben Sie sich vorgenommen? Ich habe mir nichts vorgenommen eigentlich. Also in erster Linie zählt es halt, dass wir erstmal auf dem ersten Platz bleiben und mit der Mannschaft einen riesen Erfolg feiern, in die 3. Liga aufsteigen. Und ich versuche dann natürlich meinen Beitrag dazu beizuleisten und so viele Tore wie möglich zu schießen. Das war schon der 10. Sieg im 11. Spiel. Wer kann denn Energie in dieser Form überhaupt stoppen in der Liga? Ja, wenn wir so konzentriert weiterspielen, ist es natürlich schwer für jeden Gegner, aber nichtsdestotrotz dürfen wir keinen Gegner unterschätzen. Wir müssen weiterhin konzentriert arbeiten, jedes Mal Gas geben und dann mal gucken, Spiel zu Spiel denken. Dankeschön.